So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Crysis 3. What the fuck? Wir sind hier immer noch am Rumschleichen. Holy crap. Alter, das war ein bisschen random gerade. Und diese mega geile Musik auch noch. Problem ist, dass das jetzt noch so ein Teil ist, bevor wir so eine richtige Instruktion bekommen haben, haben wir es auch null Hilfe hier mit unserem Visor. Alter, wie alles verwüstet ist ungefähr. Über System X davor ein bisschen krass kaputt gegangen wird. Kann hier Billard spielen, das ist so geil. Sieht nur ein paar Helikopter. Warte, wir versuchen mal, Leute, ob wir hier eine Kugel einlochen können. Das möchte ich mal testen. So. Okay, es ist ein bisschen heftig vom Schlag her für diese Kugeln, aber. Scheiße, wir haben sich vom Tisch katapultiert. Nein. Warte, bei dir? Die Kugel hat immer noch fröhlich herum. Nein, es ist vollkommen konstruktiv, was ich gerade mache, Leute. Ja! Wir haben sie drin, die Kugel, oder? Nein, sie ist hier unten. Ist sie rausgefallen? Ah, sie ist hier rausgefallen. Also, sie war drin, ihr habt sie ja gesehen, Leute. Der Alpha-Set. Bereiten Sie Ihre Männer auf einen weiteren Kampf vor. Mit neuen Regeln. Oh fuck, da unten waren irgendwie voll die krassen Aliens gerade. Laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind Carrier des Chef in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn besser umgehen. Negativ. Die Chef haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mind Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Das wird sich noch rausstellen. Wir werden auf jeden Fall mal anschauen. Oh, ist die so ein Typhoon-Grendel. Ah, wie können wir die Munition nicht aufnehmen dafür? Das ist gerade das Traurige. Hier, wir haben den Aufpass drauf. Munition. warte, können wir mal versuchen? Grendel? Achtung, können wir austauschen? Hier ist Turm 436, stehen unter schwerem Beschuss. Massive Seth-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Theta 1. Wir verstärken den Abwehrriegel. Theta 1, hier Oversight. Größerer Feindverband nähert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten. Die sind trotzdem alle so am Arsch, diese ganzen Zell-Leute ungefähr. Wir schauen mal, was dem hier zugestoßen ist. Ja, spitze ab. Noch keine Spur von ihm. Er ist wie ein Geist mit diesem Anzug. Warte, bis wir ihn im Labor haben. Mal sehen, wie tough er ohne das Ding ist. Was war das? Einer unserer Jungs? Die wissen es besser. Vielleicht Prophet. Der weiß es auch besser. Wer zur Hölle ist es dann? Nee, wir haben Nikal nicht getötet. So böse sind wir nicht. Turm
4-3-6, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Haltet diese Bastarde mit schwerem Gerät auf, bevor sie uns überrennen. Also. Das System bei 60%. Wir sterben hier wie die Fliegen. Was zum Teufel ist hier los? Wir haben hier einmal diese Grunts Exoskelett bewaffnet mit Pinch-Gewehr, Schnellfeuer. Schwachstelle, Kopfrücken ist überall so. Dann haben wir noch einen, was war der andere? Hier, Reaver. Der hat nur Rücken, weil der hat nämlich einen Helm auf, der Kerl. Ja, die sind relativ krass. Hoppla. Ich glaube, das war sogar ein Double Kill, oder nicht? Ich glaube, das war halt echt ein Double Kill. Das ist der Moment, wo man sich doch wünscht, dass man dieses Maschinengewehr MK60 da hat. Ja, gegen den Grendel sterben sie dann doch ganz schön schnell, diese. Kommen schon die Alien-Schüsse rein. Das blaue Teil, das sind die Alien-Schüsse. Ich will keine Shotgun nehmen. The fuck? Aber wir können das Pinch-Gewehr hier aufnehmen. Das ist natürlich nice. Mein Gott. Was zum Teufel hat er vor? Er kann sich in Seth-Waffen einklinken? Easy. Das, Michael? Wie weit weg ist er schon? Was ist denn dieses Feuermodus? Vollautomatik, Streumodus, okay. Vollautomatik ist gut. Oh, Pfeile. Und was ist hier? Granaten. Pfeile und Granaten. Das ist nice. Ah, diese Seth-Waffe ist ungefähr mega OP. Oh, hi. Wie schnell die Kerle auch drauf gehen. Holy crap. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Woher kam denn der jetzt zur Hölle? Da hinten können wir irgendwas hacken. LOL. Holy shit, der Sound von dem Kerl. Ist ja sehr, sehr. Ah, cool! Hier hinten gibt's, Hoppala. Ich wollte dich nicht stören. Jetzt Munition. Standardmunition, okay. Und was ist hier drin? Hacken wir mal. Macht unsere Hilfe schon alles. Bam. Ein L-Tag? Ja, nice. Den werden wir mal eben für den Kerl, der da hinten kommt, leer schießen. Statt uns Scar ab. Hi. Bam. Boom. Trifft es überhaupt? Ich habe nicht das Gefühl, dass es. Hoppala. Nicht das Gefühl, dass es mega effektiv ist, was ich gerade mache. Blub. Oh ne, er ist tot. Mit dem letzten Schuss. Das ist gut. Das war mein Ziel. Jetzt haben wir diese L-Tech-Teil benutzt und Muni leer. Jetzt können wir wieder unser geiles Alien-Waffe benutzen. Und für das Bekloppteste, was passieren kann, ist, dass die Munition alle ist, wenn du mitten im Kampf bist. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil dann kommen, dürfen gleich wieder neue Gegner rankommen. Da vorne haben wir wieder was zum Hacken. Bin gespannt, was das da ist, da vorne. Und wir haben die wieder Waffenkiste. Und wir haben da oben außerdem Pfeile. Wir können ja mal kurz schauen, ob die Pfeile, die wir aktuell haben, ob die eigentlich. Hä? Drei? So, ob wir halt eigentlich alle Pfeile haben. Wir haben alle Pfeile, okay. Wir haben ja nicht alle Granaten. Doch, wir haben alle Granaten und alle Pfeile. Nice. Gegner, wo seid ihr? Prophet, bitte komm. Ah, jetzt ist das gut. Scheiße! Treffpunkt Scheiße. Treffpunkt Scheiße. Ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Diese Sepp. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Link Shan waren hart. Komm schon! Fuck, der hat mich gesehen. Ah, ja. Diese mega, diese Effekte sind so mega cool. Hoppala, nein, mein Gewehr. Okay, wir werden uns erstmal jetzt hier so eine Deckung packen und mal Energie aufladen.
dann werden wir dieses diese Alien-Waffe hier mal komplett leer machen. Hallo. Das ist geplatzt. Okay, das Teil ist leer. Fuck. Oh, wir haben den Nate hingeschmissen. Fuck. Oh, ist der Chip schon da. Hi. Der ist aber rumgeflogen. Oh, hi. Das geht wieder. Nein. Fuck, ist doch zu hoch. Oh Gott! Ich zieh grad voll. Jetzt hat. So, die gehen wir auch noch. Lol, was? Oder geht's einfach durch, nicht durch Panzer durch? Oh fuck. Okay. Diese Sounds von denen so laut zu hören, ist irgendwie voll krass. Standardmunition brauchen wir nicht noch. Okay, mal schauen, was hier drin ist. Ein Snipergewehr. Ah, nee, nee, danke. Ich brauche kein Snipergewehr. Okay, da hinten sehen wir nichts. Wir können, denke ich, aber hier noch hinten aus noch die. Jawohl, hier können wir die Munition nachfüllen. Na, immer schön dran denken. Man hat ja doch noch was hinten. So, jetzt haben wir hier gerade. Ich glaube, wir nehmen eher unsere Grendel und ungefähr die andere Katze. Die Ska kann man gut benutzen gegen. Es ist ein One-Click im Prinzip. Diese drei Schüsse, die man auf den Gegner macht. Oh, fuck. Mit der Ska, die ist gerade effektiv gegen so Cell-Leute. Oh, Upgrade-Paket. Oh, die MK. Nice, die möchte ich haben, die möchte ich haben. Munition war gerade irgendwie nicht. Das Paket können wir jetzt aber schon mal nehmen. You know what? Wir werden einfach mal unsere Ska wegpacken. Hier, das können wir kaum konfigurieren, aber müssen wir auch nicht. Hallo? Den haben wir. Wo? Da hinten. Macht im Nahkampf megamäßig Schaden. Gut zum Fernkampf, das ist natürlich der Bogen das Beste. Im Prinzip auch diese Sniper-Gewehre, aber. Wie kann man sonst so wenig benutzen, diese Sniper und so Kram? Ah, den einen haben wir. Ja, schon. Dann laden wir mal nach. Das sind ja noch nicht die heftigsten Gegner, die wir hier haben. Ah. Den haben wir auch. Ah, ich habe mich getroffen. Nochmal getroffen. Geh drauf. Müssen wir. Jetzt haben wir ihn. Hier ist keine Muni mehr drin, das ist ärgerlich. Naja. So, dann müssen wir hier hinten hin. Oh! Holy shit, da ist ja noch einer! Oh, hier ist auch noch einer! Sorry, bin ich gerade noch. Holy shit! Oh, what the fuck? Okay. Fail. LOL. Die hatte ich halt noch gar nicht gesehen irgendwie. Scheiße! Ja gut, das ist jetzt ärgerlich. Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Diese Seth. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Link Shan waren hart. Da war eh nur der Sniper drin. Brauchen wir nicht. Komm schon!
Ach, das Pinch-Gewehr haben wir jetzt auch nicht mehr, oder wie? Ach, komm, Mann, Scheiß. Boah, ey, was ein Fail. Ich dachte... Oh, Scheiße. Voll in den Gegner reingelaufen. Auf einmal steht man da in drei von den Scheiß-Zepf drin. Unglaublich. Hä? Waffe? Hallo? Ach, da ist sie. Jetzt. Okay. Sagen wir gehen erstmal hierher. Tun wir Energie aufladen. Wenn sie dann direkt da vorne sind, dann werden wir mal die Alien-Waffe hier gegen sie benutzen. So. Holy sh. What? What? Wie viele? Okay. Ich glaube, es ist Zeit für den Bogen. Nee, hallo? Bogen? Bogen? Airburst ist hier schon drin. Oh, der EMP. Ja gut, das war ein bisschen nah gerade, aber... Sonst wären wir gerade beinahe in dem Schussfeld der Gegner gewesen. Oh, den hast du zerlegt. Na okay, gut. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir noch unser Pinch-Gewehr finden hier. Oh! Oh, dieses Areal ist nicht ganz so einfach. Die Aliens sind irgendwie 10-mal stärker als die normalen Cell-Leute. Vor allem, weil sie halt einfach viel mehr aushalten. Nee, das ist schon aufgegangen. Fuck. Warte, ist das hin sogar der Fette? Ich muss mal. Ich würde sagen, wir müssen erstmal die Pfeile auffüllen da oben. Zack. Die haben wir doch gerade ordentlich verbraucht. Granaten brauchen wir witzigerweise gerade gar nicht. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell hier hinter und schauen, ob wir dieses MK60-Teil da noch finden. Hat mich nicht gesehen. Ah ja, hier liegt's ja. So, du da hinten. Ah, fuck. Wie viel haben wir denn noch? Da hinten ist einer und das war's. Bis wie die Leute da hinten, die wir vorhin so schön vergessen hatten. Okay. Das passt soweit. Simulation, so. Jetzt gehen wir mal ganz nah zu dem Kerl dahinter. Da finde ich immer Probleme haben mit der Distanz. Okay. Versteckt sich aktuell. Blub. Im Endeffekt sind es halt doch nur Quallen in einer Metallrüstung.
Oh, Seth Angriffseinheit Reaver. Infanterieeinheit Grunt. Oh, ich muss aufpassen, dass sie mich nicht sehen. Wie sie mich für das Haus besetzt haben, wie es aussieht. Krasser Scheiß. Alter, die sehen so böse aus, die Viecher. Das ist heftig. Dann auch diese Augen. Alter, geh drauf! Auch mit drauf gehen. Oh, da war ich fast ein bisschen zu weit drin, den Gegnern. Sollten wir mal ganz schnell uns hier verpissen. Energie niedrig, alles klar. Oh, das waren das alle. Nicht jetzt auf einmal irgendwelche hinter mir auftauchen oder so. Ah, Energie, alles klar. Nein. Oh. Warte. Plopp. Wenn ihr nicht auf euren Rücken achtet, kann ich euch aber auch von hinten killen. LOL. Im Ernst? Schmeiß einfach direkt eine Light hinter mich. Sick. Der geht nach unten, dann ist es eh um. Vielleicht schon von hinten beschossen. Lol. Hi. Ah, ich habe noch 17 Schuss. Das ist natürlich cool. Ich hab vorhin gerade gelesen, dass man das dann in die Luft jagen kann. Ist das so? Tatsächlich, das kann man in die Luft jagen. Ist ja cool. Eigentlich sollte man das nicht in die Luft jagen, weil diese Teile eigentlich mega. Halt, um umzusehen. Ja, zu dem Teil müssen wir. Das habe ich schon mitbekommen. System X. Der Alpha Chef. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier vor allem eine. Einmal Cell Geheimdaten. Raus hier! Nein! Psycho. Psycho? Ich höre dich. Brauchst du was? Nein. Wollte mich nur melden. Bin in etwa 30 Minuten am Treffpunkt. Was haben wir hier Schönes? Seth Schwamm verstanden, reaktiviert. Seit der Flucht der System X-Kreatur weisen unsere Messungen auf eine Reaktivierung des Seth-Schwarmverstandes hin. Aus diesem Grund erwachen alle Seth-Organismen weltweit aus ihrer Starre. Oh, super. Einschließlich sämtlicher Seth unter dem Liberty Dome selbst. Tun sie, was sie tun müssen und tun sie es schnell. Ja, Seth kriegt, glaube ich, auch mit, was los ist. So. Oh je. Yeah. Weil kann man die als Chips anbieten, glaube ich. Kritischer Treffer am Turm. Alle Abwehrsysteme ausgefallen. Rückzug, Rückzug! Turm 436. Wir können uns nicht halten. Wir werden jeden Moment überrannt! Feindpräsenz ist mir! Oh, Scheiße! Wir sind... No! Ja, wie gesagt... Ja, die Zelle-Mitarbeiter hier, die kriegen, glaube ich, auch ganz schön auf die Fresse. Dann nicht jeder so einen coolen Anzug wie ich. Aber okay, ich glaube, wir haben schon sehr lange jetzt aufgenommen. Ich weiß, ich habe gar nicht so genau auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, die Folge dürfte schon eine gewisse Länge erreicht haben. Ich würde sagen, das nächste Areal hier
was hier so schön am Brennen ist. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, like das Video. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.